Mahlzeit zusammen. Wir haben Dienstag, den 28. Februar. Wir haben 18 Grad. Es ist sowas von Frühling. Die letzte Woche hatten wir auch 16, 17 Grad. Im Video letzte Woche hatten wir es ja auch gesehen. Also wir haben relativ warmes Wetter Ende Februar, sodass ich die ersten Arbeiten an den Bienen jetzt schon gemacht habe. Also die Leute, die ich sag mal strikt nach Kalender imkern, waren natürlich jetzt wieder teilweise echt erbost schon fast, dass man doch um die Jahreszeit da die Bienen nicht auseinanderreißen darf. Wobei ich, wie gesagt, immer der Meinung bin, dass man das, was ich hier mache, ja nicht als strikte Anleitung sehen darf, sondern das ist, ich stelle vor, was ich mache, ich gebe Anregungen. Das andere ist natürlich, dass man auch Betriebsweisen nicht unbedingt miteinander vergleichen kann. Ne? Also es ist so, dass ich mit Dadant bzw. angepasstem Brutraum in Zadant arbeite und da ist einfach der Eingriff im Frühjahr zwingend notwendig, weil sonst das Brutnest einfach voll mit Pollen ist und ich einfach tierische Schwarmlust in die Völker kriege und das nur noch ganz schwer hinterher kontrollieren kann. Und dieser Zeitpunkt war einfach Mitte Februar diesmal soweit. Letztes Jahr war es, ich glaube, im März irgendwann. Und da können die Leute sich noch so gut nach dem Kalender richten. Es ist halt so, wenn die Sonne draußen so lang scheint und die Bienen auf dem Vormarsch sind, dann muss man einfach ran. Das ist halt so. Ne? Also das nur als kleiner Kommentar zu den ganzen Kommentaren auf das letzte Video. Ich verlinke es euch oben mal. Ist echt interessant. Was wir heute machen, ist an den Mini Plus arbeiten, wobei da auch nur sortiert wird, was lebt noch, was lebt nicht. Dann werden, denke ich, ein paar untere Zargen, die inzwischen leer gefressen sind, werden rausfliegen. Und das war's. Also ich nehme jetzt da nichts auseinander, sondern wirklich nur zagenweise, wenn was weg, wenn unten eine Zarge leer ist, kommt die komplett raus, wo ich am Wochenende einschmelze bzw. reinige, dass die einfach mit dabei sind in dem Schwung und nicht erst im Sommer irgendwann dran sind. Und da nehme ich euch auch, glaube ich, bloß so bei ein, zwei Völkern mal grob rein, ansonsten bloß einen groben Überflug. Ja. Was noch? Ich wollte mich bedanken. Wir haben die 850 Abonnenten geklackt. Das ging jetzt mit dem letzten Video relativ rasant, da hätte ich nicht mit gerechnet, da wollte ich mich recht herzlich bedanken. Ich freue mich über jeden weiteren. Ich sitze abends immer schon auf meinem Handy und gucke die Statistiken an und freue mich jedes Mal, wenn da am Tag 10, 15, 20 dazugekommen sind. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. So, wir fangen mal mit der ersten Beute an. Weiß ich gar nicht, wie es aussieht, ob da großartig. Ein bisschen Bienenflug ist da. Ansonsten habe ich da auch noch nicht reingeguckt. Wie gesagt, die ganzen Mini Plus, die hier stehen, sind ja wirklich eigentlich alles nur geparkte Königin, die dafür da sind, einfach die Mini Plus am Laufen zu halten, wenn man so will. Also da werde ich jetzt weder von großartig nachziehen noch sonst irgendwas machen, sondern die sollen eigentlich nur die Mini Plus am Laufen halten, damit ich im Frühjahr, wenn es dann ans Königinzellen ziehen geht, damit ich einfach die Mini Plus da habe. So, das sieht so aus, als ob die es zum Beispiel nicht geschafft hat. Also ist bei den Mini Plus jetzt auch nicht so schlimm, wenn es die nicht alle geschafft haben. Das sieht auch aus wie ausgeräubert, weil es voll vorher leer war. Also auch hier, wie gesagt, eigentlich schon ein bisschen zu spät, um reinzugucken. Ne? Die sind komplett leer geräumt. Die kann so weg. Das ist auch einer der Gründe, warum man um die Jahreszeit schon mal gucken sollte. Weil wenn, wie gesagt, da schönes, warmes Wetter ist, dann räubern die einfach auch um die Jahreszeit. Das ist nicht ein Phänomen des Herbstes, sondern eigentlich das Phänomen des Futtermangels. Und wenn halt draußen noch wenig los ist, dann wird halt geräubert. So, dann gucken wir mal hier rein. Da ist ein bisschen Betrieb, wobei das auch so aussieht, als ob die ausgeräubert sind. Kommen mir nämlich lauter alte Tanten entgegen hier. Die haben die auch leer geräumt. Und da kann man nämlich am Bienenflug nicht, also man kann es erkennen, wenn man genau hinguckt und sieht, dass da die alten Tanten, ich sag mal die kahlen Tanten dabei sind, da sieht man, dass sie leer sind, ne? Wenn kein Pollen eingetragen wird. Aber ansonsten kann man es rein, wenn man einmal kurz reinguckt, nicht sehen, ob da was los ist oder nicht. So, ich bin klitschenass geschwitzt. Ich habe clevererweise die Hose unter meiner Imp-Hose angelassen, aber das ist ein anderes Thema. Ich musste 6 Völker aussortieren.
Die ersten beiden, die ihr gesehen habt, und dann nochmal vier weitere, nee, sieben Völker, fünf weitere. Wobei schön zu erkennen ist, dass ich an dem Stand, wo ich die als Block zusammengesetzt habe, nur eins von den achten sozusagen kaputt gegangen ist. Und bei den anderen doch deutlich mehr. Und auch die anderen Völker, wie man sieht, hier habe ich noch zwei Futtertaschen direkt draufgepackt oder zwei Futterzagen sozusagen, weil die relativ wenig Futter hatten und die natürlich wahrscheinlich wirklich einfach durch die, ja, durch die zweiseitig, mindestens zweiseitige, ich sag mal, Bewitterung oder Kälte, die abkriegen, natürlich viel mehr Energieverbrauch hatten. Ne? Also die Art des Packens werde ich auf jeden Fall fürs nächste Jahr zum Überwintern übernehmen. Also ich werde noch einen zweiten Ständer bauen, wo wieder acht drauf passen. Und werde das nächste Jahr auf jeden Fall so machen, weil das scheint deutlich besser zu sein, wenn ich mir die Bienen angucke. Die waren ja völlig wild durcheinander gewürfelt. Also das wäre jetzt, also wenn das ein Zufall ist, dass ich hier alle ganz starken hingemacht habe, dann wird mich das sehr wundern. Von daher werde ich es jetzt bei den anderen auch so machen. Jetzt geht es ans Einschmelzen von den Rähmchen, die rausgegangen sind. Also bei vielen habe ich unten die unterste Zarge entfernt, weil die einfach verschimmelt ist, wenn die nach oben wandern. Teilweise habe ich so gemacht, wenn die oben ihr Brutnest hatten und unten noch ein bisschen Futter, habe ich das Futter sozusagen, die Futterzarge oben drauf gesetzt, dass sie sich weiter nach oben durcharbeiten können. Bei zweien werde ich, wie gesagt, die Woche nochmal kommen und ein bisschen nachfüttern. Einfach, dass die am Rennen bleiben, beziehungsweise wenn ich jetzt die ausschmelze, gucken, ob da irgendwelche Futterwaben noch verbrauchbar oder brauchbar sind. Die kommen dann damit rein und das war's dann soweit erstmal. Wie gesagt, am Wochenende ist Rähmchenreinigen angesagt, da nehme ich euch auch mit rein. Und wie gesagt, jeder Daumen hoch freut mich, jedes Abo freut mich noch mehr. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, bis zum Wochenende. Tschüss!